Hallo und herzlich willkommen. Jetzt geht eine weitere Aufnahme für YouTube wieder los. Für die Leute auf Twitch ändert sich gar nichts. Und wir haben es endlich geschafft, ins Dojo zu gehen, nachdem ich irgendwie jede Menge Pokémon gesammelt habe und wir uns die gesamte, ich glaube, die gesamte Insel angesehen haben. Das hier ist ein wirklich schöner Urlaubsort, wenn die Haie im Wasser nicht wären oder... Nun ja. Die Drachen in den Höhlen oder diese hässlichen Stiere und Bisons auf den... Naja, ihr wisst es. Es wäre ein schöner Ort, wenn nicht an jeder Ecke Gefahren lauern würden. Und man so ein bisschen einfach chillen könnte. Und hier sind wir jetzt in einem schönen, gesicherten Bereich. Theoretisch. Warte mal, was hat er gesagt? Ob ich bereit bin für den Kampf. Schauen wir mal, was sagt mein... Also der hier hat auf jeden Fall gerade noch ein Handicap. Und ich sehe, dass da nicht mehr viel fehlt bei der Verteidigung. Aber der braucht halt eben jetzt auch wieder seine Bärchen. So, gucken wir mal. Ich weiß ja gar nicht, ob ich nicht noch vielleicht ein bisschen weiter runtergehen kann mit den KP. Denn ich habe ja, glaube ich, 1, 2, 3 Scharnieras oder so besiegt. Nee, gut, alles gut. Da hat eine Beere völlig gereicht. So, was sagt der Bericht? Weil der Gute hier kann ja jetzt eigentlich... wo Angriffs- und Verteidigungswert optimal sind. Ja, was kann er jetzt eigentlich? Schade, dass da das Level nicht steht, auf dem er das erhalten hat. Also ich glaube, ich habe es von Level 5 oder so richtig schön hochgeboostet. Aber ihr habt es ja gesehen, wahrscheinlich. Vielleicht. So, welches Item würde wohl zu einem Metagross passen? Ich würde tippen... entweder sowas wie Metallmantel, um Stahlattacken zu stärken. Oder eine Sache, die ich auch sehr elegant finden würde, wäre die Offensivweste. Denn ich glaube, ich habe keine Statusattacken, außer vielleicht Steigerungshieb oder sowas. Oder Sternenhieb. Ja, aber ich glaube, der Rest... ja, probieren wir es einfach mal aus und dann werden wir sehen, ob ich noch alle meine Attacken nutzen kann oder nicht. Ansonsten halt sowas hier erhöht den Initiativwert stark, aber keine Ahnung, dann kann ich nur eine Attacke einsetzen. Aber wäre halt eben auch nicht schlecht, weil die Verteidigungswerte von ihm sind ja recht hochgeballert. Und wenn er dann auch noch obendrein ein bisschen schneller wäre, warum nicht? Ja, ansonsten, Metallmantel immer gut, immer gutes Item. Das hatte eine lange Zeit mein Belektro. Ja, ja, keine Ahnung, ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich glaube, dass ich lasse es bei dem Mantel und mal schauen, wie das so ankommt. So, okay. Ich glaube, dann bin ich jetzt bereit, alter Mann. Ich speichere vorher nochmal.
Nicht, dass ich verliere und dann war es das mit meinem gesamten Fortschritt. Aber mit einem Pokémon wie... Das Elektroviech kann ich eigentlich gar nicht verlieren. Schaut mal das Quappo im Hintergrund. Sieht das nicht aggressiv aus? So wie alle Quappos, die haben alle ein Aggressionsproblem, sage ich euch. Oh nein! Sein Pokémon ist im Vorteil gegenüber meinem. Was mache ich jetzt? Nicht schlecht, seht ihr? Aber das gelingt ihm kein zweites Mal. Sag dich doch. Ein Schlag, direkt Knockout. Warum haben die alle nur zwei Pokémon? Kein Wunder, dass die verlieren. Also mit den beiden Updates sind wirklich, wirklich viele... ...neue Pokémon dazugekommen. Und obwohl ich paralysiert war, bam, Erstschlag. So läuft das. So läuft der Hase. Was willst du tun? Oh, ich hätte es nur Snobelikat einsetzen sollen, hätte ich das doppelte an Kohle gemacht. Also wenn das ausreicht, um die alle so derart zu beeindrucken, dann sind das echt voll die Schwächlinge. Ich erhalte ein Dojo-Set, jetzt kann ich mich genauso affig anziehen wie all die anderen auch. Oh nein, ich werde sogar angezogen, ihr Hunde, was habt ihr mit meinem Outfit gemacht? Ich will so nicht aussehen. Wirklich nicht. Wir haben also Ninja Phlegmon, wirklich? Was machen die alle für ein Gesicht? Ja, ich hätte gerne meine vorherige Kleidung zurück. Schick sehe ich aus. Viel besser so. Einen Staubsauger zu einem Enton umgebaut. Enttopf.
was zockt er da? Kenne ich das Spiel? Ich weiß es nicht. Was ist das für ein Riesending? Er hat gesagt, das ist mein Zimmer? Oder sind da auch die Zimmer der anderen Leute? Also nachdem ich die drei Fleckmann gefangen habe, was ja wohl nicht allzu schwer sein dürfte, passiert was? Dann bin ich endlich würdig und kann diese zwei Orte betreten und bekomme so ein Panda-Bärchen-legendäres Pokémon? Wie lästig. Ich weiß genau, warum ich diesen Teil des Spiels nicht so scharf fand. Oh, schön, ihr habt's geschafft. Ihr habt sie schon zusammengetrieben. Oder haben die jetzt nur auf mich gewartet? Also ich hätte auch den ganzen Tag über noch da drin bleiben können. Ich hatte es jetzt nicht so eilig, die Viecher zu suchen und zu fangen. Tja, hätte ich das mal am Anfang gemacht. Oh, ich sehe einen. Dick da, dick da. So, bleiben noch 11. Tja, jetzt habe ich hier aber eigentlich alles schon erledigt, ne? Jetzt gibt es hier für mich gar nicht mehr so viel zu tun. Abra! Warum macht mein Pokémon so einen komischen Move von links nach rechts? Was ist da los? Also ich meine, geheilt ist es ja. Macht es das aus Freude? Ich bin verwirrt. Wie bitte was? Ich habe einen Mauzi erhalten? Weird. So weird. Das fühlt sich nicht richtig an. Katzen als Belohnung zu erhalten. Oh oh. Ja, dann wollen wir mal dahin und die beiden letzten Lichter auspusten. Ich sehe noch mehr Diktas. Da hinten ist auch noch eins. Ich hoffe aber, ich übersehe keins. Habt ihr das gesehen? Der Typ ist eben mir vorbeigelaufen und hat mir einfach eine Packung Kartoffeln in die Hand gedrückt. What's wrong? War hier eben noch eines dieser Ninja Flagman? Ist das eines davon? Oder ist es ein normales? Wie unterscheide ich die einen von den anderen? Also offensichtlich habe ich schon eins davon, also. Hm.
So, seid ihr bereit, davon zu schwimmen? Vor dem bösen, bösen Tohaido. Mensch, die See ist ja ganz schön ruhig im Moment. Zu ruhig. Ach, da ist es auch schon. Ich hatte es fast vermisst. Ups. Abgehängt. Aber ich habe da schon das nächste gehört, okay. Ein Unlicht-Pokémon. Unlicht-Pokémon sind im Nachteil gegenüber Feen-Pokémon. Waren das Feen, die das Unlicht bekämpfen? Ja, na, und das war Stahl, was dann Feen bekämpft. Oh, schwierig. Ich glaube, es waren Feen. Habe ich hier irgendwie eine Fee in meiner Battlebox? Die sehen alle nicht wirklich feenartig aus. Bitterkuss ist keine Damage-Attacke. Woher habe ich das denn? Laubklinge-Nahkampf. Knuddler kann der, okay. Aber er ist nicht der einzige, der Knuddler kann. Eines meiner Hundis kann das auch. Aber es muss hier doch irgendwo noch ein weiteres Pokémon mit Mondgewalt. Ja, also, da haben wir es doch. Das sieht doch gut aus. Es ist zwar ein Geist-Psycho-Pokémon und hätte damit, glaube ich, eine Vierfach-Schwäche gegen Unlicht. Wenn ich richtig liege. Ja, das wäre echt nicht gut. Aber vielleicht liege ich ja falsch. Ansonsten nehmen wir einfach das hier. Es ist zwar eigentlich nicht dafür ausgelegt, dass ich damit kämpfe, aber... Vorbei. Das hier ist eine Fee. Ja, wenn es auf einem höheren Level wäre. Ich habe ein bisschen Angst davor, dass das Level zu niedrig ist. Hier kannst du auch Traumfresser und so weiter und so weiter, aber... Wie unpraktisch. Das hier vielleicht. Das kann Knuddler und das ist auf einem hohen Level und es kann Kostümspuk. Ich weiß jetzt nicht, wie seine Werte sind, aber naja, es ist zumindest schnell. Oh nein, keine Mitspieler suchen. Mimik. Ah. So. Ich finde die Kinder in den Pokémon-Onsi ist ein bisschen seltsam. Ach, ich vergaß. Es ging sich ja jetzt wieder um Stundenhandel. Also kann ich in der Zwischenzeit schon mal. Mimikyu ist auch ein Geist, also hätte ich auch theoretisch genauso gut Lunala an den Kampf schicken können. Naja, was soll's. Mindestens eine Attacke wird das Ding auf jeden Fall abkommen. Das geht aber ganz schön. Also, okay. Nach welchem Pokémon will ich denn ausschauen heute? Schauen wir mal nach dem Stan. Ich sehe da keine Shinies mehr.
Das eine, was ich habe, müsste eigentlich auch schon sein. Das dafür verlangt wird, ist schon absurd teilweise. So, können wir noch beschweren gehen. Und schon bin ich wieder dran. Da kann ich wieder Knöpfchen drücken. Ja, und so geht man dann einfach die Pokémon durch, die man Bock hat. Okay, gut, da gibt es jetzt jede Menge Sterne, die man für kleines Geld bekommt, sage ich mal. Und mit kleinem Geld meine ich eben so viel wertlose Pokémon. Aber dann gibt es auch einige Leute, die fragen dafür, wenn YouTubes und Glitters haben. Hab ich. Ich habe eben so einen Knacken gehört, keine Ahnung, woher das jetzt schon wieder kommt. So. Was war da los? Das war eben eine ziemlich schnelle Runde. Und wieder nicht. So, schauen wir nochmal nach Shirox. Haha. Unser Mimikyu hat den Angriff abgefangen. Und das ist so gut wie besiegt. Das ist ein ganz annehmbares Team. Oh. Oh ja. Das sieht sehr gut aus. Und dann fangen wir es mit einem Wiederball. Habe ich das überhaupt schon mal getan? Ich tippe mal auf ja. Also es gibt jetzt zwar welche, die mutig sind und Techniker, aber na, keine Ahnung, kein Shirox dabei in der Pokébank. Im Moment, zumindest. Da sollte man auch wenigstens irgendwas Sinnvolles zu tun nebenbei. Ja gut, was heißt sinnvoll? Man könnte was Sinnvolleres machen als Pokémon durchzugehen. Hier, das finde ich super. Drei davon, das ist doch eine fette Ausbeute. Sogar ein Sonderbonbon und ein Nugget. Was will man mehr? Das hat sich gelohnt. In eine Box. So. Ich höre ein Torheiler. Mistvieh. Noch eins. Es kommt wieder aus derselben Richtung und ich bin immer noch sicher. Klasse. Aber es ist trotzdem lästig. Sind wir mal so ehrlich? Das ist doch kein Spaß. Das ist doch kein Vergnügen. Mhm. Na, schau mal deine an, wen wir hier haben. Noch ein Dickter. Also, ich war ja davor auch auf dieser anderen Insel, ne, so diese Schneeinsel, und da gab es halt eben so Fußabdrücke, die man finden musste. Und das Ding ist, dass wenn man 100% der Fußabdrücke gefunden hat, die anderen verschwunden sind. Das heißt also, es gibt viel mehr Spots als nur 16. Die dann halt eben einfach ungültig werden, sage ich mal, sobald man die gefangen hat. Das finde ich ist gut. Also hoffe ich, dass diese Viecher breit verteilt sind, so, und dass es, keine Ahnung, sie dann leichter zu fangen sind. So. Und dass das keine so super nervige Aufgabe wird, wenn man wirklich einmal um die halbe Insel gerast sein muss. Aber ich mach schon wieder denselben Fehler. Auf die Nase. Das hat mich auch gewundert, wenn es beim zweiten Versuch drin bleibt, weil das muss eigentlich beim ersten Mal fangen. Fängt es beim ersten Mal nicht, dann. Ja. Oh, es setzt Hypnose ein. Das hat Evilsamen eingesetzt.
das ist auch noch der Reflektor ein und mir werden Lebenspunkte abgezogen durch Ego sein, wie ätzend. Zack. So. Jetzt saugt er sich einmal durch. Ah. Das ist auch so eine Sisyphus-Arbeit. Über kurz oder lang ist er halt eben einfach am längeren Hebelsatz mit seinem Mistvieh. Hoffen wir mal, dass er wenig genug, oder also was heißt wenig genug, ihr wisst, was ich meine, so nicht ganz so viele Lebenspunkte hat, oder das ist ausreichend, ja gut, er hat, wir haben es gefangen. Ich muss den Satz nicht umformulieren, wir haben es. Alles gut, alles nach Plan gelaufen. Hier vielleicht noch ein Diktor. Also ausschließen würde ich es ja nicht, ne? Pokéball war damals auch ein ziemlich gutes Pokémon. Und ich glaube, durch die Alola-Form ist es noch ein bisschen heftiger geworden, ne? Da haben wir ein Ditto. Das catchen wir natürlich auch, weil Dittos kann man immer gebrauchen, gehört mit zu den beliebtesten Pokémon. Ein All-Time-Favorite, schon allein wegen der Pokémon-Zucht. Hm. Tja, was mache ich denn jetzt? Ich habe es nicht beim ersten Mal gefangen. Egal, ich flüchte einfach. Ja, habe ich nicht eben gesagt, ich flüchte einfach? Kann ich nicht flüchten oder was? Absurd. Hm. Schwabbelt noch eins davon herum. Dort ist noch eins, das ist ja eine richtige Ditto-Insel hier. Schaut mal, wie hübsch die weiblichen Charaktere aussehen können und wie schäbig die männlichen ausschauen. Hi! Warum sind die alle... Die haben alle keinen Bock auf... Hier Flucht gescheitert schon wieder, das gibt es doch nicht. Und das will ein Pokémon auch so schwer, meinen Pokémon wieder zu flüchten? Wahrscheinlich schon, ne? Oh, da ist ein Item. Und ein Diktor. Also haben wir allein auf dieser Insel schon mal drei gefunden. Vielleicht gibt es sogar noch ein viertes. Ausschließen würde ich es nicht. Oh, das war eben mein Mobiltelefon. Ich. Ich habe eben Pokémon Go darauf gestartet. Ja. Naja, kommt. Löschen wir das letzte verbleibende Licht aus. Okay, das ist wieder relativ leicht fertig zu machen. Pokémon wechseln. Ich wähle Glurak. Alleine kämpfen. Und schon kann's losgehen.
Sorry, ich war kurz im Gedanken woanders. Das dauert doch ewig. Und seht euch das mal an, man muss da 6 von diesen komischen Dingern ausschalten. Bevor man das irgendwie... Das ist doch Arsch. Also ich meine, das Ding an sich, wenn es meinen Angriffen da alleine standhalten könnte, okay, aber das ist doch noch... Sicherheit einfach. Zu sagen so, ja, keine Ahnung, die nächsten 20 Angriffe haben alle keine Wirkung. So macht das doch keinen Spaß. Zauberstock hier. Tragic. Ich könnte mir vorstellen, dass gleich direkt die nächste Partie wieder kommt, dass er hat mindestens 2, wenn er schon so früh am Anfang einer hat, damit er noch eine weitere. Es ist eingefroren. Das habe ich ja. Also ich glaube bei einem Gigamax Pokémon habe ich das noch nicht erlebt. So ein Kampf. Und da wollen wir mal so viele Schilde zerstören, wie wir noch zerstören können in unserer Gigaform. Da bewegt sich das Ding auch schon wieder. Lag es an der Feuerattacke? Hat die Feuerattacke ihn aufgetaut? Keine Ahnung. Oh nein, das hat Pikachu erwischt. Das sieht nicht gut aus. Wenn das so weitergeht, ey, dann müssen wir den Kampf wiederholen. Und der hat schon wieder so viele Schilder, Alter. Das ist auch. Egal, Hitze will einfach. So, jetzt bin ich auf einer Form des Multitaskings angekommen, an die ich nicht geglaubt hatte. Während ich hier mit euch live streame, zocke ich auch noch nebenbei Pokémon Go auf dem Handy und kämpfe gegen einen Wutzasser. Ja. Aber ich habe eben gewonnen gegen Team Rocket. Bekomme dafür 500 Sternenstaub, ein komisches Rocket-Geheim-Elektro-Teil. Jetzt habe ich 3 von 10 und habe die Chance, einen Carpador zu fangen. Was so ein bisschen insane ist. Flammenblitz. Ja gut, der Sporn wird es hier jetzt auch nicht so von Bedeutung, jetzt wo das Ding erledigt ist. Ein L, ein XL, das ist immer gut. Dann diese Deiner-Erze, Rüstungserz gibt es, glaube ich, erst seit dem Update. Ein paar Bären, die man immer gut gebrauchen kann. Aber irgendwie eine magere Ausbeute. Also es könnte mehr sein. Also ich will mich nicht beschweren über die Erfahrungsdinger, aber ja, keine Ahnung. Vielleicht noch so ein Nugget dazu oder so. Irgendwas Nettes, Kleines.
Was ist da eben entlang geschwabbelt? War das wieder ein Ditto oder was war das? Ne, das war ein Owai. Als ob es hier kein weiteres Ditto mehr gibt. Ich hätte echt gedacht, die ballern hier die ganze kleine Insel voll von den Viechern. So, dann wollen wir mal schütteln am sogenannten Ohrfeigenbaum. Und ich glaube, das sollte jetzt reichen. Ja, das reicht. Warte mal, das kriegen welche zu verlieren. Wenn da so ein gefräßiges Viech wieder vom Baum fällt. Was da für ein Hippie-Outfit. Naja, zumindest eine schicke Friese. Seht ihr, das ist doch nett. Einfach direkt, zack, Flasche Kumo-Milch. Kann man immer gebrauchen. Da, ich wusste auch, dass hier noch irgendwo ein Dick da sein soll. Jetzt habe ich es gefunden. Ey, die haben wirklich die halbe Insel hier mit Dicta zugepflastert. Und ich habe eben eine kleine Insel gesehen. Vom Dicta aus. Und das ist die da hinten. Okay, kaum habe ich nur die Füße, allein die Füße im Wasser. Schaut mal, wer da auf uns zuschießt. Für ein Hund, ey. Was für ein Hund. Dieser Hai. Ich höre noch ein zweites. Was war das da eben für ein Pokémon im Wasser? Ich konnte das nicht erkennen, weil ich auf der verdammten Flucht bin. Jetzt höre ich gar nichts. Ich muss kurz wieder zurück. Das war wahrscheinlich ein Tentacher. Ich sehe es nicht mehr, aber ich gehe davon aus, es war ein Tentacher. Und ehe die Viecher mich weiter verfolgen. Schauen wir uns mal an, was wir hier so Schönes haben. Was ist das hier für eine Lagune? Seht ihr, da haben wir wieder einen Diktator. Fehlen noch 6. Hier sind wir gewesen, ne? Hier sind wir gewesen, glaube ich. Eigentlich wollte ich von ihm davonlaufen. Aber dann habe ich gesehen, dass es mich direkt angreift, also... Nur keine Müdigkeit vortäuschen. Kann ich es fangen? Ich dachte gerade, okay. Seht ihr, ich habe doch gesagt, es lohnt sich, es zahlt sich aus, auch die Spezialverteidigung zu trainieren. So. Schauen wir mal. Yeah, Angriff und Verteidigungswert. Perfekt. So soll das aussehen. Dann kann ich ihm jetzt auch den Machtgurt abnehmen und ihm stattdessen ein Item geben, was viel besser zu ihm passt.
Und eigentlich müsste ich ihm echt dann so ein Ding geben, damit er seine Fähigkeit ändert von der Technik, die er jetzt halt eben hat, diese Hexerplage oder so, und eintauschen gegen Techniker. So, Item aus dem Beutel holen. Was hätte er denn verdient für ein Item? Was hätte er verdient für ein Item? Metallmantel wäre eigentlich schon gar nicht so schäbig. Wirkungslos, okay, mit dran. Okay. Damit könnte ich nochmal die Initiative richtig schön boosten. Und müsste mich dann aber immer nur auf eine Attacke festlegen und damit wäre Schwerttanz obsolet. Weil ich das nicht mehr nutzen könnte, aber dafür wäre meine Geschwindigkeit immer relativ hoch. Oder vielleicht tausche ich dann Schwerttanz aus gegen irgendwie eine andere Attacke. So dass ich dann immer zumindest die Möglichkeit habe. Also dann bin ich halt eben immer auf Speed. Aber ja. Also müsste ich dann damit immer zuerst angreifen. Außer natürlich, ich kämpfe gegen ein Pokémon, was noch schneller ist. Was aber dann ein bisschen schwieriger werden dürfte. Weil so ein Schal, der boostet die Geschwindigkeit schon gar nicht mal so knapp. Ja. Dann. Tja, das weiß ich natürlich alles als jahrelanger Pokémon-Veteran. Ich bin nicht stolz drauf, aber ein wenig schon. Also ich hatte eine sehr erfüllte Kindheit dank diesem Videospiel. Es hat immer Spaß gemacht, irgendwie gegen andere Leute zu kämpfen und so weiter. Und ich war gar nicht mal das Schlechteste. Ich wusste damals viele Dinge auch nicht so genau. Keine Ahnung, ich war so ein, ja, auch ein bisschen Noob. Aber inzwischen, so mit der Zeit, wo es das anfing, das Internet zu geben, ja, man hat sich über ein paar Kleinigkeiten informiert und... Boah, seht ihr, wie das hängt? Seht ihr diese Hänger? Das ist heftig. Ach, da ist noch eins, okay. Oh, das. Ach, egal. Das ist zu hässlich, um dagegen anzutreten. Ich sehe einen Pokéball auf der anderen Seite. Ein Nassbrocken, aha. Also, wollen wir mal sehen, wie schnell wir jetzt eigentlich sind. Wobei jetzt noch halt eben noch eine Attacke fehlt, ne? Anstelle von... Schwerttanz. Gehen wir mal auf Schlitzer, weil wir müssen sowieso... Nee, wir sind nicht schneller. Diese dicken kleinen Dickerchen sind schneller als wir. Da sitzt nochmal Regentanz ein. Also da hat das Ding schon allen Speed der Welt und dann passiert dennoch sowas. Also wenn man keine Dingens hat, keine Prio-Attacken, scheinen die Dinger eine absurde Geschwindigkeit zu haben. Also nicht mal ich weiß gerade, wie schnell das Viech jetzt ist. Wirklich sehr nett hier. Gibt es hier keine Diktas oder so? Was mich ein wenig verwundert. Ich hätte gedacht, die hätten die alle 2-3 Meter platziert, damit man bloß nicht zu lange braucht, so viele von denen zu finden. Na, sieh mal deine an. Was ich natürlich auch machen könnte, es gibt ja irgendwie so ein Item, was den Angriffswert erhöht. Dann kann man nur eine Attacke einsetzen. Und das dann in Kombination mit Patronen wäre schon eine Steigerung. Da bräuchte ich natürlich umso dringender Techniker, weil das sich dann alles doppelt und dreifach steigern würde. Die Geschwindigkeit meines Pokémon egal wäre, die Verteidigung einigermaßen stabil und dann habe ich schon ein ziemliches Battle-Ready-Pokémon, würde ich sagen.
Und dann wäre statt Schwerttanz wahrscheinlich sowas wie oder vielleicht statt Schlitzer sowas wie Kehrtwende. So, aber jetzt brauche ich erstmal Triebschläge. Bam. Sehr schön. Ich setze Blättertanz ein. Ich setze noch einen Klugschlag ein. So, und dann suchen wir uns einen Ball aus, der zu diesem Pokémon passt. Oder auch nicht passt, aber es ist Nacht, also Finsterball. Eins. Und gefallen. Tja, das geht alles rubbel die Katz, wie man so schön sagt. Schneller als gedacht. Fehlt mir noch ein Fleckmon und eine ganze Handvoll von diesen anderen Viechern. Dickdas. Die ich aber nicht sehe. Die scheinen sich gut versteckt zu haben, die Dickdas. Falls hier überhaupt welche sein sollten. Da ist eins. Ich war schon überrascht. Was stand da? Ich brauche noch 19 davon? 19? Das ist ja eine Lebensaufgabe. Liegt das an dem Mauzi, was er mir gegeben hat? Okay, das Ding da scheint zumindest irgendwie von mir wegzulaufen. So. Okay, und wie ich das Ding besiegen werde. Zack, jetzt können wir auch wieder schön zuerst angreifen. Wir wurden geheilt von dem Ding, okay, nett, freundlich. Ja, und mit dem zweiten Patronenhieb. Ja. Dann haben wir die drei Ninjas eingefangen. Das war eine ziemlich einfache Mission. Fehlen nur noch die ganzen Diktas, ey. 19 Stück? Wirklich? 19? Da ist noch eins. Ey. Da ist ein Item, was ich noch nicht habe. Und ich wurde getackelt von einem Bisopunk. Gut. Nicht gut. Ich starte einen einzigen Fangversuch. Wenn das nichts wird, dann flüchte ich einfach. Was will er machen? Tja, fast hätte es geklappt, hätte ja klappen können. Und tschüss. Wieso, Frank? Warum gibt es diese Kühe hier? Da ist noch ein Diktar. Noch 17 Stück, ey. Absurd. Absurd. Er sagte anfangs, es sollten nur insgesamt 16 sein. Und jetzt haben wir über 16 Stück, die wir einsammeln müssen. Doch, das ist doch bedauerlich. Da ist noch eins. Haha. Tja, wie ich schon sagte, das wird wahrscheinlich echt so eine Lebensaufgabe. Und wenn ich dann 130.000 Jahre alt bin. Ich weiß nicht, will ich es fangen, will ich es nicht fangen? Eigentlich will ich es gar nicht fangen. Ich weiß, ich hab's noch nicht, aber... Egal. Was sein, muss was sein. Ich habe ja noch ein paar Minuten. Shiny Sparkling Shirox.
Scheroxe. Wie ist eure Meinung zu Entaron? Eigentlich finde ich das gar nicht so schlecht, aber irgendwie hat es über die Generation seine Bedeutung verloren. Das ist jetzt irgendwie so meh. Also wer spielt denn das ernsthaft? Das ist so ein meh. Es gibt einfach so viele Pokémon, die das einfach übertreffen und das ist schade. Also es hat irgendwie kein Alleinstellungsmerkmal, wofür man es benutzen könnte oder nutzen könnte. An sich hat es irgendwie ein cooles Design, ja, aber da hört es dann auch schon auf und das ist furchtbar schade. Da ist noch eins. Ich sehe zwei Dickter. Eines ist hier und eines ist da. Also immer schön am Rand, irgendwo am Strand oder an irgendwelchen Felsen, wie das hier zum Beispiel. Ja, man könnte sagen, fast schon da auf einen Streich, ne? Eine Tüte Gemüse. Was man hier nicht alles bekommt. Hier muss auch safe irgendwo eins sein. Aber erstmal quatschen wir das hier an. Also wie gesagt, eigentlich muss ich es nicht mehr fangen. Ja, das Schöne an den Dingern ist, ich kann eigentlich das shiny Viech, was ich jetzt habe, als Sternduo belassen. Und wenn ich es irgendwann mal vielleicht zu einem Starmie entwickeln möchte, kann ich das mit einem Wasserstein machen. Also das ist echt ein praktisches Pokémon. Okay, da schießt wieder eins davon aus dem Boden. Die Pelipper sind so nervig irgendwie. Das ist für mich wirklich ein nerviges Wasser-Pokémon. Wasserflug-Pokémon. Das ist so widerstandsfähig auf der einen Seite, also es ist zu widerstandsfähig, um es einfach wegzuhauen. Und irgendwie so. Es taucht so häufig auf. Also allein seine Häufigkeit macht es irgendwie nervig. Es ist wie mit Zubat ein wenig. Ich wollte gerade sagen, hier scheint es keine Diktar zu geben. Ich habe mich geirrt. Also mindestens eins gibt es hier. Der Weg hat sich gelohnt. Oh oh. Wir haben noch gar keinen Tentara gefangen, ne? Auch Tentaras Design finde ich nicht völlig schädlich. Also ich finde, das hat ziemlich gute Elemente. Und ich kann mir da auf jeden Fall noch ein paar nice Entwicklungen zu vorstellen. Ach nee, ich hab's doch schon gefangen. Tja. Oh oh. Oh oh. Zu viele. Und noch ein Diktar. Stand da eben, ich brauche noch 4? Also nicht irgendwie 20 oder so, sondern 4. Noch 3, okay.
mal, es sollte jetzt nicht völlig schwierig sein, die Dinger zu fangen. Oder zu finden. Ja, stimmt. Das Ding hatte ich auch die ganze Zeit übersehen. Ein Elektroball. So was findet man nicht überall. Sondern Elektroball. Oh nein, ein DDD oder wie das heißt. DDD. Tja, habe ich das schon? Ich glaube nicht, ne? Ich kann mir gut vorstellen, dass es mir in diesem Spiel sogar noch fehlt. Tatsache. Aber auch lästig. Lästiges kleines Viech. Gehört normalerweise nicht so zu den Pokémon, die ich favorisiere. Um genau zu sein, ich habe nie damit gekämpft. Ist es überhaupt zum Kämpfen da oder soll es einfach aussehen wie eine kleine, dicke Version von Pikachu? Alles herum. Und die Frage, die ich mir gerade stelle, ist, habe ich überhaupt Magnesium? Das ist doch die Frage aller Fragen. Hat man überhaupt ein Magnetil oder hat man keins? Das ist wie die Frage sein oder nicht sein. Und die Antwort lautet nicht sein. Okay, ich hab's vergeigt. Also Kampf und Schlitzer. Was? Flammenkörper wirkt? Das heißt, mein Pokémon brennt? Das ist lästig. Sicher irgendwo effektiv, aber dennoch lästig. Gucken wir kurz, ob ich Magnetilo habe. Ich tippe auf ja. Ich kann mir vorstellen, dass ich keins habe. Oh nein. Gotcha. Und ich glaube, ein Enton fehlt mir auch noch. Ey, mir fehlen hier so die Basis-Pokémon. Ich hätte mir gewünscht, man hätte sie alle von Anfang an schon seit der ersten Edition irgendwie fangen können. Dann hätte ich nämlich alle übertragen, ne? Aber Nintendo ist natürlich nicht dumm und Game Freak auch nicht. Ich mache das ja bewusst so, dass man sich diese komische Pokémon-Bank zweimal holen muss, um seine Viecher zu übertragen. Ein wildes Anton. Pokéball flieg, yeah. So. Und ich hab's gefangen. Deswegen, das ist der Vorteil an diesem Flottband. Keine unnötigen Kämpfe, wenn man auf Level 100 ist, wegen irgendeinem Kleinkram. So, dann wollen wir zumindest eine Mission abschließen. Da wir jetzt wahrscheinlich nicht auf die Schnelle die fehlenden drei Dicta finden. Das kannst du schön vergessen, ich tausche gar nichts mit dir. Vielleicht, wenn ich es irgendwann mal brauchen sollte, aber ich glaube, so wie es im Moment aussieht. Nee. Ey, die Art und Weise, wie das hier mit dem Wetter funktioniert, ist auch echt. Oha. Habt ihr dieses Geräusch gehört? Na, wenn das mal nicht eine einprozentige. Dieser Mistvogel. Wehe, wenn das fette Ding gleich weg ist.
Okay, und es ist immer noch irgendwie da, aber irgendwie ignoriert es mich auch, aus irgendwelchen Gründen. Ach, es war gerade so angenehm. Es war zu gut. Zu gut, um wahr zu sein, wie man so schön sagt. So, schauen wir mal, ob ich eine Beere habe gegen Verbrennung. Es hatte mich doch bereits im Visier. Es ist doch bereits auf mich zugeflogen. Und dann kam dieses miese Mistvieh und hat alles ruiniert. Vergiftungsschlaf, Verbrennung. Ich wünschte mir, die Beere gegen Verbrennung würde auch ein bisschen aussehen wie eine... Keine Ahnung, vielleicht wie ein Feuerlöscher oder so. So, dass man es auch erkennt, dass es gegen Verbrennung ist. Na los, greif mich an. Hallo? Ich rede mit dir. Wie bekomme ich das hin, dass dieses Ding mich attackiert? Es muss doch auch irgendeine Möglichkeit geben, oder nicht? Richtig lästiges Stück Scheiße. Ey, das darf doch nicht wahr sein. Wie bekomme ich das Ding dazu, dass es mich attackiert oder so? Schauen wir mal kurz, ob ich irgendwas in meinem Beutel habe, um das zu triggern. Haben wir nicht hier irgendwie sowas, was diese Viecher anlocken könnte? Honig oder so? Es kann doch nicht sein, dass das Ding da oben herumfliegt und ich kann es nicht irgendwie nicht dazu motivieren, auf mich loszugehen. Aha, das ist gegen Tarnsteine und sowas. Interessant. Nicht schlecht. Wenn ich die Dinge nutzen könnte, um selber abzuheben, dann würde ich das direkt tun. Ey. Ich glaube, das ist die falsche Abteilung für die falschen Items. Oder irre ich mich? Schwierig. Ne, da wo solche Sachen sind, sowas wie Schutz, da müsste es eigentlich auch etwas geben wie... Ey, wo ist denn der Honig? Ich habe auch Honig eingesammelt. Also muss der doch irgendwie irgendwas bewirken, oder nicht? Kampf-Items, Bälle.
Ich bin mir todsicher, dass ich irgendwo Honig bekommen habe. Ich habe ja davor noch diesen blöden Honigwitz gerissen. Wenn man es nur einen Witz nennen kann. Oder brauche ich dafür irgendeinen Rauch, einen speziellen? Oder sowas wie das Gegenteil eines. Richtig weird. Richtig seltsam. Löchrig ist dies, löchrig ist das. Schräg drauf. Topshots. Kalzium. Eisenmetallmantel. Hä, wo ist denn der? Ist der hier vielleicht? Ich will es niemandem geben, ich will es nutzen. Und wenn es hier drin ist, dann hat es wahrscheinlich keinen Effekt. Ah, wie bitter. Da haben wir dann jede Menge Zeug zum Kochen und so, aber was bringt es uns das, wenn wir... Gibt es ein... Nee, gibt es nicht, ne? Ich dachte gerade, hä, könnte es nicht vielleicht irgendetwas geben, um ein bisschen zu fliegen oder so, aber ich glaube nicht. Ey. Ich begreife es nicht. Wie kriege ich das denn hin, dass dieses Ding aufmerksam auf mich wird? Weil es kann ja nicht sein, dass... Also ich weiß, in der Naturzone, die anderen Viecher, die greifen einen früher oder später an, aber das Ding hier hat ja gar kein Interesse daran zu kämpfen. Du hässliches Mistvieh, sieh mich an. Ich check das nicht. Das kann doch nicht sein. Was muss man denn machen? Vielleicht, wenn es irgendwie am tiefsten Punkt ist, ansprechen, aber es funktioniert ja alles nicht. Ich bin genervt von diesem Viech. Egal, ich lasse es einfach. So wichtig ist es nicht. Ich werde es noch herausfinden. Und wenn ich herausgefunden habe, wie es funktioniert, dann... Ah. Jetzt haben wir deswegen Überlänge wegen dem Quatsch. Mal wieder. Wir warten jetzt noch gleich das Dojo. Haben wir uns verlaufen? Habe ich mich verlaufen? Achso, das war nur dieser komische Fisch. Das gesamte Game ist wieder komplett am Hängen. Komplett hängen geblieben. Da ist wieder ein Dickter. Aber davon brauchen wir noch 15. Mm-hmm.
Okay, jetzt bin ich gespannt. Ich verstehe das nicht. Was sind das für eigenartige Leute? Warum buddeln die? Und nach was buddeln die? Was ist das für eine Zeitverschwendung? Gib mir doch einfach gleich alles, was du hast. Wenn deine Schaufel weiter buddeln möchte, dann soll sie durch alleine buddeln. Also den Soundeffekten nach, keine Ahnung, bekomme ich jetzt einen ganzen Batzen an irgendwelchen Steinen für umsonst, die irgendwie wertvoll sein sollen. Ein wenig so wie es mit den Wattzahlen war. Ist alles eigenartig, alles eigenartig. War ich hier bereits? Ich weiß nicht, ob ich in diesem Abschnitt des Waldes bereits gewesen bin. Es könnte gut sein, dass das der Teil mit den Pikachus war. So, das reicht jetzt. Also in diesem Teil des Waldes war ich auf jeden Fall. Aber in welchen Teil muss ich denn jetzt, um wieder zurückzukommen, wo das komische Dojo ist? Ah. Wieder ein Diktar. Aus einem Kilometer entfernt gesehen. So. Ich glaube, wenn ich zurück möchte zum Dojo, dann muss ich so ein bisschen in... Ich dachte gerade, das wäre ein YouTube. Durchsang des Turms, aber nicht so ganz. Und irgendwie, naja. Ich führe einen Verfolger. Und ich habe einen Diktar gefunden. Der Typ da immer noch ab, oder ist es ein neuer? Ich hab mich verlaufen. Verdammt. Dabei wollte ich diese drei Viecher zurückbringen. Kennt ihr das, wenn ihr euch in Videospielen verlauft?
Ach, da ist noch ein Diktor. Müsste es jetzt... Sinkt der Counter jetzt auf 1? Ne, da ist es einer von den 15. Okay, da oben haben wir irgendwie so einen riesen Turm, für den ich halt eben noch nicht würdig genug bin. Na, wisst ihr, was ich mache? Ich mache das einfach ein bisschen... Ich kürze einfach ab. So. Da ist das Dojo. Da oben bin ich. Kein Wunder, dass ich den Weg nicht zurückfinde. Das ist viel zu weit weg. Hallo, Abram, da ist es. Ihr wisst, Abrams müssen immer mitgenommen werden, wenn es geht. Wegen der Synchro-Fähigkeit. Ja, das wird dann halt eben nochmal eine kleine Episode in Überlänge wegen dem verdammten fliegenden Vieh und wegen, keine Ahnung, weil ich den Weg nicht gefunden habe, nicht verlaufen habe. Aber uns fehlt halt eben jetzt auch nur noch ein einziges Diktat, ne? Das ist doch schon mal gar keine so schlechte Bilanz. Bisschen gucken, ob man hier noch irgendwo irgendwas Diktatartiges sieht. Es fehlen noch 122. Ich hoffe, dass es keine wichtige Mission ist. So, auf jeden Fall haben wir die Fleckmann jetzt zurückgebracht. Ja. Das könnte der Grund dafür sein, warum Glumanda hier nicht erwähnt wird. Ich habe mich ja davor gewundert, dass er im Pokédex nicht auftaucht. Uff, für welchen der beiden ich mich entscheide, seht ihr vielleicht in der nächsten Episode? Ja. Ich glaube, das war genug Aufregung für einen Tag. Vielen Dank fürs Ansehen. Wir sehen uns in den kommenden Folgen und Streams. Jeder wie er möchte und jeder wie er mag. Vielen Dank fürs Zusehen. Haut rein und tschüss.